Herzlich willkommen zum Franconian und Western Telegram. Neuheiten aller Orten. Man weiß kaum, wo man anfangen soll und daher beginnen wir mit dem Marktführer. Märklin TV hatte ja, wie bereits erwähnt, bei zahlreichen Zubehörstellern gefilmt und die Folge ist mittlerweile erschienen. Am Anfang geht es natürlich um die hauseigenen Neuheiten. In der Folge besucht man aber auch Auhagen, Busch, Faller, Noch und Fiesmann. Das Modelljahr 2021 bringt wunderbare Neuheiten. Dazu zählen der legendäre Rheinpfeil mit seinen typischen Wagen, der TGW Duplex im exakten Maßstab 1:87 oder das Clubmodell E44-5 samt Personenzug. 25 Jahre IC-Verkehr, das bewegt die N-Bahner. RTS überrascht in seinen Neuheitenankündigungen mit dem RTS Greenkeeper Wireless, dem ersten elektrostatischen Begrasungsgerät, das ohne Gegenpolklemme und damit komplett ohne Kabel auskommt. Das Gerät sowie zahlreiche weitere Neuheiten, darunter Grasmatten, Sträucher und neue Längen und Farben bei den Grasfasern, soll Anfang März in den Handel kommen. Auch Hagen von Ortloff ist weiter bei Herstellern zu Gast. Nach der sehr gelungenen Neuheitenpräsentation bei Joswood hat er unter anderem Minitrains und Brava besucht und berichtet von dort ebenfalls über neue Modelle. Liebe Freunde, vor ein paar Tagen ist mir ein alter Brava-Katalog in die Finger gefallen und das werte ich als Zeichen. Denn jedes Jahr trifft man sich in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, dieses Jahr aus bekannten Gründen nicht. Und da habe ich mir gesagt, geh doch einfach mal hin und frag, wie es der Firma geht, wie sie durch die Pandemie gekommen ist. Und das mache ich jetzt. Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin in Karlsruhe und auf dem Weg zu Minitrains. Dort treffe ich den Inhaber Andreas Schönfeld und er zeigt mir und damit uns die Neuheiten von Minitrains. Ich bin sehr gespannt. Und schon öffnet sich der Vorhang für die erste Neuheit. Es ist eine zweiachsige Diesellok, im Original gebaut von Schömer im niedersächsischen Diepholz. Unterwegs ist sie auf dem 900 mm breiten Feldbahnnetz Rühler Moor im Emsland. Wer auf der Suche nach weiteren Neuheiten ist, findet, wie die letzten Jahre auch, auf Panorama ein sehr gut gepflegtes Archiv der Prospekte aller bekannten und auch weniger bekannten Hersteller. Pico hat, etwas überraschend, diese Woche eine neue Webinarreihe auf YouTube angekündigt und die erste Folge auch bereits gesendet. In dieser gibt Pico-Digitalspezialist Detlef Richter Tipps und Tricks zum Pico Smart Decoder 4.1. Im Anschluss an das Webinar wurden dann auch noch Fragen der Zuschauer beantwortet. Pico plant derzeit, regelmäßig freitags um 16 Uhr einen weiteren Livestream zu bringen. Liebe Pico-Freunde, in letzter Zeit erhalten wir sehr viele Fragen im Hinblick auf unsere Loks, Wagen und den digitalen Bereich. Aufgrund des Lockdowns können Sie sicherlich nicht zu Ihren Händlern gehen und die Fragen dort beantworten lassen. Also wenden Sie sich an uns, was völlig in Ordnung ist und wir sind auch gerne bereit, diese Fragen alle zu beantworten. Aber aufgrund des großen Aufkommens können wir das leider nicht immer so ganz zeitnah machen. Da bitten wir einfach um Verständnis drum. Darum haben wir uns gedacht, dass wir Ihnen ein Seminar zu den digitalen Fragen anbieten. Und das war es dieses Mal beim Franconian und Western Telegram. Ich hoffe, es war wieder für den ein oder anderen etwas Interessantes dabei.